Von rechts, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre dich. Bitch, und jetzt spawnt einer hier. Das weiß ich auch. Und unter mir ist auch einer. Der geht allerdings hier rein. Immer wie vor, weil ich bin Badass! Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Live Commentary. Okay, wir spielen auf Carrier. Frei für alle. Nicht unbedingt einer meiner Lieblingswebs, aber es ist ganz in Ordnung. Er führt mit 15. Ey, er hat geleckt! Ey, du Bitch, hör auf zu laggen. Was zum Teufel? Heute habe ich ein Thema mitgebracht. Ich weiß zwar nicht, ob ich das noch aufholen werde. Das ist super gemacht. Spring bitte runter und nimm dir das Leben. Vielen Dank. Ich weiß nicht genau, ob ich... Oh, nice. Ich... 3 Kills schon. Das ist nur noch 14 Merkel oder sowas. Dann haben wir es geschafft, aufzuholen. Okay, die glaube ich auch voll gut. Heute geht es um mein Thema. Und zwar ist es das nächste COD. Das ist wirklich, wirklich ein cooles Thema. Auch wenn ich nicht mehr denke, dass ich das aufholen werde, was ziemlich schade ist. Aber ist egal, wir bleiben in der Lobby drin und dann werden wir uns rächen. Dann werden wir ihm zeigen, wer der Boss ist. Und es gab mittlerweile CODs in der Zukunft, es gab CODs in der Vergangenheit, es gab CODs in der Gegenwart. Und jeder hat also seine eigene Meinung, jeder hat seine eigene Meinung. Und das finde ich auch gut, dass jeder für sich selber entscheiden kann, was er am besten findet. Und es gab ja Black Ops 2. Es gab Advanced Warfare und es gab sowas wie World at War, was in der Vergangenheit stattfand. Und World at War habe ich nie wirklich gespielt, wo ich schon zum ersten Punkt komme, worauf ich mich freuen würde. Ich persönlich würde mich auf genau zwei Spiele freuen. Und zwar ist es zum einen World at War 2, weil ich einfach World at War nie gespielt habe. Ich hatte nie die Chance dazu. Ich weiß nur, dass ich glaube, die MP40 dort so OP war oder sowas. Aber darüber würde ich mich richtig freuen, weil ich noch nie COD gespielt habe, was irgendwie in der Vergangenheit stattfindet. Ey, da ist der gespawnt. What the fuck? Hallo, mein Freund. Du bist mein Buddy, stimmt's? Headshot, Bitch! Black Ops 3 wäre eine Option. Und World at War 2. Ich muss sagen, die Black Ops Games haben mich noch nie so wirklich enttäuscht. Deswegen, Black Ops wäre immer geil. Black Ops würde auch mehr gehypt werden. Advanced Warfare war sowas Neues, was sie ausprobiert haben. Aber ich finde, Advanced Warfare könnte man auch unter einem anderen Titel verkaufen. Also unter einem anderen Namen. Zum Beispiel Titanfall 2 oder sowas. Weil Advanced Warfare ist einfach für mich kein COD. Weil es hat zwar den Namen COD, aber es ist eher weniger COD als alles andere, muss ich sagen. Deswegen, ja, wow. Ja, ich denke nicht, dass ich aufholen werde. Noch 6 Kills. Sieht unwahrscheinlich aus. Sieht sehr unwahrscheinlich aus, leider. Schade. World of War 2 wäre geil, weil ich noch nie die Chance hatte, so ein Spiel zu spielen. Und Black Ops 3, da würde ich sterben. Also für Black Ops 3 würde ich sterben. Ich meine, 2 Jahre später... Ich höre die ganze Zeit Schüsse, what the fuck? Hey, Buddy. Du musst sterben, Bitch. Black Ops 3 würde ich extrem hypen und ich denke, das würde die Community auch tun. Ich habe einfach... Es ist nicht lange her, als Advanced Warfare rauskam. Und dieses Spiel geht jetzt schon so ein bisschen auf die Nerven. Ein bisschen sehr auf die Nerven, sonst würde ich es ja dauerhaft spielen. Weil normalerweise bin ich sehr großer Fan von COD. Und wenn ich dann so sehe, dass ein Jahr wieder ein COD, also dieses Jahr wieder ein COD rauskam, was nicht meinem Geschmack entspricht, dann muss man wieder ein Jahr warten und das nervt bei COD. Das mag ich, das ist das Einzige, was ich bei COD gar nicht leiden kann. Dass man immer wieder ein Jahr warten muss, bis man dieses COD bekommt, was einem gefällt. Und das ganze Jahr zu warten, ich weiß ja nicht. So, ich habe Freunde, die hypen das nächste COD jetzt schon, wo ich mich frage, wieso? Ich meine, es ist doch noch ein Jahr hin oder noch mehrere Monate. Wieso sollte man sowas hypen, was noch so lange entfernt ist? Ein paar Leute spekulieren auch schon, was kommen könnte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, World of War 2 und Black Ops 3, das wären die zwei Spiele, die mich persönlich glücklich machen würden. Diese Spiele würden mich sowas von glücklich... Ich wäre ein glücklicher Mann, wenn sowas rauskommen würde. Ich wäre so happy. Also ja, mich würde interessieren, was ihr euch wünscht. Also ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft in die Kommentare schreibt. Was auch sehr unwahrscheinlich ist, dass sowas rauskommen würde. Aber Advanced Warfare 2, das ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ja, es wäre sehr interessant zu hören, was ihr dazu sagt. Weil ich finde es cool, wie jeder so seine eigene Meinung hat. Oh, what the fuck, wo sind die Gegner? Was zum Teufel? Ich hoffe, er macht endlich seine 2 Kills. Vielleicht können wir dann auf Rage spielen oder so. Eine richtig geniale Map, die ich extrem liebe. Ah, Hilfe! Ah! Stirb, Bitch! Oh mein Gott, ich komme so prohaft hier rein ins erste Game. Das ist cool. Mal sehen, was für ein Score. 14-6. Yay! Wir
ich spiele auf Studio. Das ist nice. Was ist mir bei COD am wichtigsten? Und zwar das Allerwichtigste bei mir, wenn ich COD spiele, ist, dass ich weiß, wieso ich es spiele. Ich brauche immer ein Ziel, wenn ich ein Spiel spiele. Ich mag es nicht, Spiele zu spielen. Zum Beispiel mein jetziges Ziel ist, dass ihr mir zuhört. Und das finde ich episch, dass ihr mir zuhört. Und dass ihr das hört, was ich dazu euch sage. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Es klingt zwar komisch, aber das ist wieso ich YouTube-Videos liebe. Weil Leute mir zuhören. Weil Leute sich einfach für das interessieren, was ich sage. Und das finde ich wirklich cool. Auf jeden Fall, ich muss wissen, wieso ich das Spiel spiele. Verdammt, er hat schon 4 Kills. Ich habe 0 Kills. What the fuck? Wie viele Leute sind hier denn überhaupt? Nice, ein Kill. Oh mein Gott. Ich will nicht verlieren. Bitte. Oh! Ich muss mich konzentrieren. Auf jeden Fall, ich brauche immer ein Ziel, wieso ich ein Spiel spiele. Jetzt spiele ich das Spiel gerade. Damit wir Spaß haben quasi. Also es hat schon einen Grund irgendwie. Aber bei Advanced Warfare finde ich manchmal meinen Grund nicht, wieso ich das Spiel spiele. Weil Spaß machen tut es nicht mehr so wirklich. Es ist halt immer wieder dasselbe. Es ist ein cooles Game. Wenn ich es jetzt wieder spielen würde, würde es Spaß machen. Aber dann würde es nach einem Tag wieder irgendwie langweilig werden. Oder spätestens nach 2 Tagen. Das will ich nicht. Aber Advanced Warfare wird natürlich auch noch kommen. Die spiele ich ja nicht schlecht, aber es ist einfach die Langzeitmotivation, die fehlt. Und ich brauche immer, wenn ich Spiele spiele, brauche ich immer ein Ziel. Ich muss wissen, wieso spiele ich dieses Spiel jetzt. Das muss ich wissen. Und das, dann machen Videospiele extrem Spaß. Bei MW2, dem COD, was mich am meisten süchtig gemacht hat. Baby-Reaktionen! Bei MW2 war es so, dieses Spiel hat mich süchtig gemacht, weil ich die Atombombe bekommen wollte. Ich wollte einen Nuke bekommen. Und deswegen hat mich das Spiel süchtig gemacht. Und ich habe dauerhaft gezockt, dann wollte ich die, das ist ein Nuke-Atombomben-Emblem bekommen. Dazu brauchte man 10 Nukes. Und dann wollte ich ins 10. Prestige kommen. Dazu, das hat mehrere Sommerferien gedauert. Und dann wurde ich richtig gut in dem Game. Und deswegen bin ich in Call of Duty immer noch so mittelgut, weil ich halt damals richtig viel gezockt habe. Obwohl ich momentan weniger spiele. Weil mich einfach dieses Call of Duty enttäuscht hat dieses Jahr. Es hat mich wirklich enttäuscht. Und dass das Spiel halt immer noch unter dem Namen Titanfall 2 verkaufen können. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein COD ist. Aber ja, es ist ein COD. Die haben halt versucht, etwas Neues zu machen. Und ich muss sagen, mir gefällt es nicht. Ich liebe COD, so wie es ist. Ich liebe dieses simple COD, so wie das hier, wo ich einfach nur rumrennen kann, ohne dass jeder hüpft. Dass jeder 20 Meter in die Höhe hüpft. Das ist halt so ein bisschen, das ist irgendwie nicht so mein Ding, ich weiß nicht. Aber dieses Gameplay, mit dem bin ich nicht ganz zufrieden. Aber es ist ein Live-Commentary und wir haben Hostwechsel. Deswegen mache ich momentan so viel auf meinem zweiten Kanal. Ich bin jeden Tag für euch da. Ich mache jeden Tag für euch Videos um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Ich habe jetzt wieder angefangen, seit ungefähr 3 irgendwas Wochen wieder richtig qualitativ hochwertige Videos auf meinem Let's Play Kanal hochzuladen, also so Schnittdinger. Und ich liebe es, diese Videos zu machen. Wenn ich mal etwas anderes spiele als Call of Duty, deswegen bin ich halt sehr aktiv momentan auf meinem Let's Play Kanal. Weil es da halt sehr, sehr viel Spaß. Ich habe ultra Spaß. Deswegen mache ich da ein bisschen mehr Videos. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn ich so dämlich sterbe. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen konzentrieren. Ich will das Spiel gewinnen. Also wie gesagt, ich bin jeden Tag für euch da. Ich mache jeden Tag für euch Videos. Jeden Tag. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Pause von YouTube mache. Das könnte ich gar nicht. Ich könnte nicht irgendwie mit YouTube-Videos aufhören. Oh, diese Bitch nervt mich. Dieser Tryharder. Da sagt der Richtige, der mit der AR-94 spielt. So, hier spawnt einer. Das wusste ich. Das ist der Call of Duty-Instinkt, wenn man weiß, wo jemand spawnt. Das ist nice. I Road to Commander wollte ich auch noch machen. Ah, fuck. Aber nicht sofort, denke ich. Also, ich muss dafür bereit sein. Ansonsten breche ich das nur wieder ab und das will niemand. Nein! Ich wusste es! Fuck! Dieses Game wird intensiv sein. Ich will nicht verlieren. Das wird schwer sein. Gott, ich habe Herzklopfen, weil ich das erste Game wieder so richtig gewinnen will. Das ist jetzt hier auch gar nicht unfair. Also, es ist, wir haben beide zur selben Zeit angefangen. What the fuck? Ich bin doch gerade erst gespawnt! Holy shit! Du Bastard! Hör auf mir, meine Kills zu klauen! Oh, hey, du Bitch, komm her. Nein, ich krieg keine Kills mehr ab. Ich bin zu schlecht. Ich bin halt echt angepisst. Also, ich mache keine Scherze. Ich bin halt echt angepisst. Das ist... Ey, ich weiß gar nicht, wie er mir überhaupt Schaden hinzufügen konnte. Aber ich weiß nicht, wieso. Aber mittlerweile läuft er einfach viel besser. Und ich kann es gar nicht glauben, dass wieder so viele Leute diesen Let's Play-Kanal verfolgen. Dass die Leute wirklich jeden Tag um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr einschalten und diese Videos gucken. Und das ist für mich wirklich eine Ehre. Und ich liebe es, euch einfach mit euch diese verschiedenen Spiele zu spielen. Und diese Videos zu editieren. Das macht am allermeisten Spaß, Videos zu editieren. Bei Call of Duty fehlt mir das ein bisschen, dass ich Videos nicht editieren kann. Mittlerweile liebe ich es, meine Videos zu editieren. Und ich werde nie wieder diese Phase haben. Wow, der Typ nervt. Holy shit. Der Typ ist ein Tryharder. What the fuck? Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin so schlecht.
Ich will nicht verlieren. Aber ich find's wirklich extrem heftig. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Es ist gerade erst morgens. Ich bin um 1 Uhr schlafen gegangen. Normalerweise gehe ich immer um 6 Uhr morgens oder sowas. Nein! Oh mein Gott, ich dachte, er stirbt wegen meinem schlechten Aiming. Wo ist er? Komm her, Bitch. What the fuck? Von rechts, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre dich, Bitch. Und jetzt spawnt einer hier. Das weiß ich auch. Und unter mir ist auch einer. Der geht allerdings hier rein. Immer wie vor, weil ich bin Battle! Ach, die haben eine Konterdrohne. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Drohne aktiviere. Hier spawnt einer, der hat allerdings Geist. Ja. Oh mein Gott, ich bin so gut im Vorhersagen. Holy shit. Woo! Bin der beste Call of Duty-Spieler ever. Attacke. Yeah. Okay, ich habe wieder Spaß in dem Moment. Wenn man gut ist, macht es Spaß. Aber wenn man schlecht ist. Drohne. Hunter-Killer-Drohne. Attacke. Verfolge sie. Ah. Nein. Er hat alles kaputt gemacht, die Bitch. Ich bin am Führen. Ich kann es schaffen, Schara. Ich hab das lange mal gesungen in meinen Videos damals immer. Das Lied. Ist ja von Dragon Ball Z. Nein. Ich bin mit einem Kill. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß gar nicht, wie ich aufgeholt habe. Ich habe aufgeholt, indem ich nicht dran gedacht habe, aufzuholen. Das ist wirklich cool. Kann ich das Spiel gewinnen? Bin ich gut genug? Komm schon. Ich will den letzten Kill bekommen. Nein, ob es jetzt die beste Idee ist, sich mit dem Typen anzulegen, ich weiß nicht, ich schätze mal eher weniger. Oh mein Gott, ich habe ihn einen Hintermarker gegeben. Ey, Baby, yeah! Das war nice, fühlt sich das gut an zu gewinnen. Oh, nice. 30:19, nicht gerade gut, aber immerhin habe ich gewonnen. Diese Bitch, das war so ein Tryharder. Der Typ war wirklich eigentlich besser momentan als ich. Aber ich schätze mal, ich hatte irgendwie mehr Glück oder... ich kann ja vorhersagen, stimmt. Ich weiß ja, was in der Zukunft passiert. Okay, also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf meinen Let's Play-Kanal gehen und dort mal die Videos kurz anschauen oder sowas. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich quasi eine lustige Zusammenfassung von meinen Videos gemacht habe. Die findet ihr gleich am Anfang meines Kanals, dann wisst ihr ungefähr, um was es geht. Auf jeden Fall liebe ich es, euch einfach mit euch zu interagieren und, das ist das Beste für mich. Nur momentan müsst ihr verstehen, COD ist ein geiles Game. Ich liebe COD über alles. Es ist eine meiner Lieblingsgames. Es war eine meiner ersten Games. Und das ist so eine Sache, die ich niemals vernachlässigen könnte, so richtig. Weil dieses Spiel ist einfach episch. Ich liebe COD. Aber man muss mich verstehen, dass ich der typische COD-Typ bin. Ich bin nicht irgendwie ein Typ, der Titanfall mag. Und Advanced Warfare ist für mich Titanfall 2. Und ich werde es nochmal spielen, auf jeden Fall. Weil es doch noch irgendwo diese Call of Duty-Aspekte in sich hat. Aber es ist einfach... komisch für mich manchmal. Es ist wirklich, wirklich komisch, so ein COD zu spielen und wirklich dann Spaß zu haben. Und ich will euch auch nichts vortäuschen. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie extrem Spaß an dem Game habe und ich das Game über alles liebe. Black Ops 2, das liebe ich. Ich liebe das Game wirklich. Und ich habe auch wirklich Emotionen bei jedem verdammten Game, was ich hier spiele. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Zeigt, wie böse ihr seid übrigens. Sich und so hat sich entwickelt bei meinem Let's Play Kanal. Ich weiß selber nicht, wie. Da entwickelt sich immer irgendwie irgendwas. Und lasst einen Daumen, da. Ich hoffe sehr, dass ihr einen Daumen da lässt. Ja, ich hoffe sehr. Schaut auf meinem Kanal vorbei, um mehr Videos zu sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Crash! Verdammt, nicht geschafft. Das sieht witzig aus.